Hoher Besuch mal wieder in Berlin. Oder in Kleinmachnow. Herzlich willkommen. Kleinmachnow. Wie bist du? Ich bin der Marvin Mie von den Glossboss. Wir haben mal wieder die große Ehre, zusammen Video zu drehen und sogar heute auch wieder zu arbeiten. Ja, kommt ja nicht so häufig vor, dass ich arbeite. Aber wenn ich dann mal hier bin, dann arbeite ich auch mit. Ja. Und wir haben gesagt, die Automechaniker ist ja echt noch nicht lange her. Das heißt, wir wollen jetzt für den deutschen Markt eine relative Neuheit uns mal angucken. Zusammen mit ein bisschen neuen Verfahren oder eigenen Verfahren oder anderen Verfahren. Haben wir auch gestern im Podcast schon drüber gesprochen. Da auf jeden Fall reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir haben ein perfektes Anschauungsobjekt. Ein Mazda. Naja, ich habe gerade gemessen, so perfekt wird das dafür vielleicht nicht sein. Aber schauen wir mal. Warten mal ab, wie wir den Turn da hinkriegen, oder? Genau. Wir lassen nochmal offen, worum es genau geht, weil... Soll ein bisschen spannend bleiben, bereiten alles vor. Ich habe sogar eine Duetto für dich. Oh, meine Lieblingsmaschine. Ich weiß. Bis gleich. Uiuiui, da hat schon mal jemand auf jeden Fall Spaß dran gehabt an dem Auto. Ja, das erste ist natürlich nach der Wäsche und Dekontamination, das heißt Lackkneten und Entfetten. Einmal die Bestandsaufnahme und so ein bisschen das Abgleichen mit dem Plan, den wir haben. Und den kennst du ja noch gar nicht. Der Plan hier ist, wir wollen eine Keramik draufbringen. Das Auto war schon mal bei einem anderen Aufbereiter und der hat sich verewigt, wie man vielleicht hier gut erkennen kann. Mhm. Deswegen geht es jetzt da so ein bisschen dran, diese Spuren hier zu beseitigen und die Insekten, die wir auch schon sehen. Ja, Moment. Ich habe nämlich schon gemessen. Das wäre der nächste Schritt. Ja, die Hologramme, die wir jetzt hier schon sehen, die sprechen so ein eindeutiges Ergebnis an dem, was ich gemessen habe. Ja. Weil hier so im oberen Bereich messe ich um die 80 μ, okay. 80 bis 90 μ. Okay. Ja, 78,4 haben wir da gerade, um euch mitzunehmen. 90 μ, ja, genau. Und jetzt habe ich hier vorne eine Stelle entdeckt. Nico, halt dich fest. Also an mir vielleicht. Ja, warte, ich finde sie gleich. Du willst noch nicht länger festhalten. 67 μ. 67 μ. Das ist schon hart. Ja, den Plan hatte schon mal jemand vor uns. Der wollte die Insekten entfernen, hat er erfolgreich geschafft, aber hat uns leider nicht mehr genug Futter übergelassen. Das ist echt blöd. Hätten wir jetzt am ganzen Auto um die 70 μ, hätte man sagen können, okay, Mazda wissen wir, hat auch ähnlich wie Mini BMW keine Grundierung mehr. Oder kein Füller mehr. So. Füllergrundierung ist in einem. Genau. Ja. Dadurch immer geringere Lackschichtdicke. Aber wenn wir jetzt oben 80, 90 μ messen und unten 60, 70 μ, dann haben wir in einem Bauteil eine Differenz, was Achtung, Warnzeichen bedeutet. Das heißt, wir haben ja ungefähr, wenn man mal Messtoleranzen abzieht, irgendwie eine Differenz von 10, 15 μ. Und das ist gerade bei der Klarlackdicke schon echt nicht so schön. Ja. Ich würde mal vorschlagen, wir haben ja noch so ein Gerät, was noch mal ein bisschen genauer uns zeigt, wie viel Klarlack drauf ist. Nein, das hast du? Das habe ich. Ja, natürlich. Ey, das will ich jetzt mal gerne. Guckst du unsere Videos nicht? Mensch. Wisst ihr doch. Naja. Und wir können damit auch Kunststoff messen, was natürlich auch spannend ist. Das heißt, wir können mal genauer gucken, wie viel Klarlack wir denn wirklich noch am Start haben. Okay. Und was wir hier überhaupt machen können, ob unser ursprünglicher Plan aufgeht, zweistufig zu polieren, oder wir uns umdisponieren müssen. Marvin, ich würde sagen, wir holen das Ultraschall-lackschichtigen Messgerät von Defelsco. Ja, wir rüsten jetzt mal auf, um zu schauen, was hier wirklich Phase ist mit dem Gerät. Der Nachteil, warum ich ihn jetzt nicht immer standard das ganze Auto mit messe, du siehst, man muss hier ein bisschen rumspritzen. Stimmt. Weil es ein Ultraschall tatsächlich, ne? Wie beim Onkel Doktor. Verstehe. Ja, wir können jetzt mal hier. Also du könntest jetzt auch gucken, was ich gestern Abend zu essen hatte. Vielleicht. Wir gucken jetzt hier mal bei einer Stelle, wo wir 87 μ haben und da sehen wir haben irgendwas so im Bereich 38, 40 μ Klarlack. Ne? Das ist der erste Ausschlag, das ist die erste Dichtenveränderung, also die erste Schicht, die ihr erkennt. Und das gleiche machen wir jetzt mal hier, wo der so niedrig war. 84 ist auch relativ hoch. 105, na gut, war nicht gerade aufgesetzt. 39. Aber wir haben zu wenig. Das ist halt der Knackpunkt. Du brauchst halt immer eine geschlossene Schicht auf der Oberfläche, sonst kann er nicht richtig messen. 58. Mühe. So, und jetzt gucken wir mal, wo der Ausschlag ist. Also der Ausschlag ist jetzt hier irgendwo, wir sehen halt die Welle, der erste Ausschlag so bei 18 und dann so irgendwas zwischen 18 und 21 μ Klarlack. Mit Toleranzabzug, also die Hälfte an Klarlack ist. Und vielleicht haben wir jetzt ja quasi einen Berg gemessen, es gibt aber vielleicht noch ein Tal. Genau. Muss man auch berücksichtigen. Genau. Ah, ja, heiße so genau Kiste. Kann das Gerät natürlich nicht messen, ne, weil der Messkopf ist halt auch nicht so klein. Ja. Aber das heißt, hier müssen wir echt vorsichtig sein. 20 μ Klarlack. Polierst du mal nicht eben durch, aber kann schon mal an, wenn du mal einen Tal erwischt. Genau. Kann schon mal knapp werden. Deswegen ganz, ganz vorsichtig. Aber jetzt probieren wir erstmal aus, was wir da überhaupt machen. Überlegen uns, was wir machen und probieren es aus. Genau das machen wir. Zurück ins Studio. Ja, Marvin, wir müssen umdisponieren. Müssen wir. Two-Step wäre jetzt hier fahrlässig. Ja, absolut. Wir haben aber Glück, dass wir hier ein Produkt haben, was wir uns eben mal angucken wollten. Ja. 3D Hybrid Compound and Polish One. Genau. Relativ neu auf dem deutschen Markt. Für uns. Für uns auf jeden Fall. Ja, benutzen ein paar schon ein bisschen länger, aber wir haben es ja auf der Automechaniker kennengelernt. Ja.
Du hast es dann auch in den Shop aufgenommen, kann man ja dazu sagen. Das heißt, du hast es auch schon ausprobiert und Feedback. Und ich habe die Hoffnung, dass das hier eine gute Lösung ist, weil wir halt wirklich einen breiten Einsatzbereich abdecken. Ja. Und mit einer One-Step vielleicht sogar ein Two-Step-artiges Ergebnis erreichen können. Vorteil bei der, die kann man wirklich lange ausfahren. Ja. Die bleibt sehr lange geschmeidig. Also, dass wir dann schon die Möglichkeit haben, auch mal so ein paar tiefere Defekte, wenn sie vereinzelt da sind, die zu entfernen. Welches Pad würdest du jetzt dafür nehmen? Ah, schon ein bisschen was Härteres. So Medium-Hard. Ja, Medium-Hard. Also jetzt nicht... Nicht Stein? Genau, also nicht Sonax Rot oder so, sondern... So Menzerna Rot oder sowas. Ah, das kenne ich jetzt nicht, aber... Nanolex Grau. Ja, sowas. Sowas in die Richtung. Genau. Das machen wir jetzt. Testboard, gucken mal, was da geht, kleben für euch ab, schauen uns auf jeden Fall an, wie es funktioniert und für alle, die Produkte noch nicht kennen oder einfach mal wissen wollen, was es kostet und wie, wo es es gibt. Unten in der Videobeschreibung sind alle links und rechts. Ja. Bei uns herrscht hier Zucht und Ordnung, Marvin. Das heißt, ich ziehe mir Handschuhe an. Einfach. So, das machen wir später wieder im Podcast, weil da sehen wir es. Einfach, weil also ich persönlich mag das halt nicht, wenn... Also ich finde, die Hände werden total trocken, wenn man poliert, durch so einen Polierstaub. Mhm. Und die ganze Zeit Nitrierhandschuhe tragen mag ich auch nicht, weil dann schwitzt du so drunter. Deswegen mag ich immer so ganz gerne so eine dünne Montagehandschuhe, finde ich ganz angenehm. Und du hast ja schon deine Schutzbrille mitgebracht. Habe ich. Ich setze auch eine auf, falls es spritzt, muss jeder selber entscheiden, aber Arbeitsschutz sollten wir immer dran denken, vor allem, wenn wir es gewerblich machen. Ne? Ja. Machst du ja auch. Als Brille jetzt nicht unbedingt, weil ich habe wie gesagt immer so eine Brille auf. Aber ja, Handschuhe bin ich mit dir, das ist ein ekliges Gefühl, wenn man den ganzen Tag Politur an einen hat. Absolut. Ja. Gut, wir holen eine Maschine, holen ein Pad, Politur haben wir ja schon und dann starten wir durch. Dann machen wir. Geil. So Nico, ich empfehle dir nicht zu viel Politur. Ja. Also davon braucht man wirklich gar nicht mal so viel. So? Viermal? Nee, jetzt ist der Pad ja auch relativ frisch, das heißt ein bisschen sättigen machen wir schon. Aber ja, schön kleine Stufe, ordentlich Druck und zum Schluss, wie man es bekannt ist von den anderen Polituren, schön Drehzahl hochziehen, und Druck weg. Ohne Druck und schön ausfahren. Und du wirst merken... Es bleibt so geschmeidig. Geil, ich freue mich. Druck ist ja ein spannendes Thema, ne? Da haben wir auch im Podcast gesprochen, haben wir auch in den Automechaniker-Videos drüber gesprochen. Ich glaube, dazu machen wir auch nochmal ein eigenes Video, weil das wirklich viel verändert. Das Pad ist jetzt erstmal so, ne? Du kennst das ja nicht, fass es mal an. Ist relativ grob, aber jetzt nicht so extrem. Und das ist auch relativ weich. Genau. Mag ich ganz gerne so als Medium-Pad. Ja. Oder als One-Step-Pad funktioniert das ganz gut. Genau, Lack ist entfettet. So, machen wir erstmal verteilen. Kann man ja wirklich ewig fahren. Krass, oder? Gefühlt kann ich hier bis zum Feierabend noch weiterfahren. Könntest du noch drei Kreuzstriche, wäre überhaupt kein Problem. Ne? Ich habe jetzt einfach mal aufgehört. Ja. Aber es ist krass, wie sie sofort durchsichtig wurde beim ein bisschen Druck. Ne? Ja. Und also in diesem Zustand bleibt die jetzt, ich will nicht sagen unendlich, aber wirklich schon lange. Und ja, du hast immer wieder ein bisschen mehr Cut. Ne? Lässt sich trotzdem, also obwohl die noch nicht, sie sieht eigentlich nicht durchgefahren aus, muss man sagen. Ja. Aber lässt sich trotzdem relativ gut abwischen, finde ich. Wenn man die jetzt noch so 5 Minuten stehen lassen würde, dann würde die noch ein bisschen einfacher runtergehen. Ah. Ne? Also, ja. Naja, also das, was ich jetzt hier im indirekten Licht sehe, sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt schauen wir mal, was die Lampe offenbart, würde ich vorschlagen. Oh ja. Also, viel Cut für eine One-Step, finde ich. Gut, den Bereich würde ich jetzt eh nochmal mit einer 80er fahren, da bin ich nicht gut in die Kante gekommen. Mhm. Aber so auf der Fläche, ich meine, guck du mal bitte, finde ich gar nicht übel. Wie ist das größte Lob vom Deutschen ist, da habe ich nichts zu meckern. Bei dir ist gar nicht so übel. Das ist gar nicht so übel. Nee, also ist wirklich Cut, genug Cut, definitiv. Ja. Können wir gerne gleich mal euch hier einblenden. Will keiner sein, interessiert keinen. Die glauben uns doch blind. Ja, wirklich. Blindes Vertrauen. Dann, ich muss immer zeigen. Alles. Nein, wir zeigen. Nein, also Finish ist auch, Finish ist da, definitiv. Man sieht schon Unterschied zu den hologrammierten Flächen, sag ich mal. Hologrammieren, ich habe gerade ein neues Wort erfunden. Ja. Hologrammiert. Patent pending. Ne, finde ich auch gut. Ja. Aber weißt du, was wir jetzt nochmal machen? Wir wollen hier echt und real sein. Genau, und wir nehmen eine Coastlampe. Ja. Ich würde vorschlagen, Sonax Prepare sollte gut sein. Ja, danach ist die Wahrheit. Ich würde sagen, wir haben Wischspuren tatsächlich jetzt. Oder? Nee, wir haben Haze. Ist ein bisschen Haze. Was wir machen können, wir hätten aufs sanftere Pad wechseln können. Ja. Oder vielleicht noch einen Kreuzstrich mehr. Ja, noch ein bisschen länger fahren. Ja. Ja. Cut ist geblieben, also wir haben jetzt keine tieferen Kratzer irgendwie überdeckt, aber es kam jetzt nach dem Entfetten ein bisschen Haze durch. Ja. Also wir könnten jetzt natürlich mit dem Pad jetzt nochmal drüber fahren, mit dem Restkorn, was drin ist. Wir könnten
jetzt einfach nochmal generell dann später länger fahren. Ja. Ja, ich würde gerne mal versuchen, ein weicheres Pad, weil wir wollen ja auch die Zeit optimieren. Wir wollen schon, ja, in kürzester Zeit ein Ergebnis. Ja. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Testspot, ob wir mit einem weicheren Pad genauso viel Cut haben, besseres Finish und das in der gleichen Zeit. Vielleicht drücken wir mehr mit dem weicheren Pad. Ja. Ne? Also am Anfang ein bisschen mehr Schwung rausholen, aber hinten raus schöneres Finish. Dann mache ich das. Sehr gut, ich hole den Pad. Mal, wenn du es gekauft, also Praktikumsvertrag kannst du nachher gerne unterschreiben. Und was zahlst du pro Stunde? Na nix. Ja, Praktikant halt. Genau. Nee, also wir haben jetzt hier, finde ich, gemerkt, dass es wieder nicht Schema F gibt. Ja. Also dass es manchmal sein kann, dass es mit einem harten Pad vielleicht auf einen etwas helleren Lack jetzt haze-frei gewesen worden wäre, Futur 2. Jetzt haben wir hier wirklich den Fall gehabt, mit dem harten Pad leichten Haze hinterlassen, den wir mit einer Coast-Lampe sehen, jetzt auch nicht verwechseln. Ne? Also mit der Scan-Grip hätten wir es jetzt nicht gesehen. Aber ja, da brauchten wir ein bisschen weicheres Pad, um die Polierkörner auf das Finish vorzubereiten. Dem ist nichts hinzuzufügen. Gefällt mir gut. Ich glaube, das ist unsere Methode. So gehen wir vor, oder? So wollte ich gerade sagen. Machen wir gerne das ganze Auto. Was wir auch machen können, wir können so einen anderthalb Step machen. Also das Pad wechseln aufs Finish-Pad. Spritzer irgendwas drauf, dass es ein bisschen flutscht und damit dann das Finish polieren. Aber ja, also ist mein Auftrag, ne? Ist dein Auftrag. Deswegen, ich dachte, du wolltest mir helfen. Die Entscheidung darf ich dir nicht abnehmen, Nico, tut mir leid. Ich glaube, wir machen es ein bisschen abhängig von der Lackdicke jeweils. Wenn wir hier oben 90 Mühe haben, können wir durchaus anderthalb Step machen. Da unten wäre ich wirklich sehr vorsichtig. Da ist nicht mehr so viel Luft. Da will ich weder durchpolieren noch dem Kunden so viel Lack wegnehmen. Es wird jetzt noch spannend, wie die Insekten am Ende danach aussehen. Ne? Das bleibt jetzt der den vorderen Bereich, den würde ich auch mit der One machen. Ja. Vielleicht nicht ganz so viel Druck, dass wir nicht so viel Cut haben, aber trotzdem das schöne Finish rausholen. Ne? Ja. So ist der Plan. Los geht's. Wir haben jetzt wirklich nur noch kleine Bereiche über. Ja, Nico. Du hast die Hologramme hier schön reinpoliert. Nein, die waren vorher schon. Da waren wir noch nicht. Die waren vorher schon. Genau, also ne, diese kleinen Bereiche machen wir noch fertig, finishen wir noch. Da habe ich auch noch was entdeckt. Ja, ne, hier in der Kante. Drüber. Ich hatte dir ja die 75er geklaut, deswegen konntest du da rein. Also ist das in deinem Verantwortungsbereich? Das ist mein Verantwortungsbereich. Insekten sind Gott sei Dank raus, da bin ich froh. Ja. Auch Frontschussstangen hier, den Bereich hatte ich ja auch schon mal einmal abgezogen. Ja. Das sieht auch gut aus. Die tiefen Kratzer bleiben leider drin, aufgrund der Lackschussdicke müssen wir da jetzt mit leben. Habe ich Bauchschmerzen, und damit Cut jetzt richtig dran zu gehen? So. Nee. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Also jetzt hier kleine Fummelarbeit, haben wir ja alle schon gezeigt und sehen uns dann auf jeden Fall nochmal am Ende zum Ergebnis. So, genau so machen wir es, oder? Genau so. So machen wir es. Wir sind poliertechnisch durch. Und da ging für das limitierte Programm, glaube ich, ganz gut was. Absolut. Was natürlich schade ist, die tieferen Kratzer haben wir nicht entfernen können mit dieser Methodik. Möchten wir aber auch nicht anpacken, weil, dann ist vielleicht Feierabend. Feierabend. Was sagst du zur Politur? Lässt sich sehr gut abtragen. Und Ergebnis? Ergebnis für eine One-Step-Geschichte nicht schlecht. Ja, also ich finde, sie lässt sich wirklich schön lange fahren. Mini-Manko, man weiß gar nicht so richtig, wann sie durch ist, weil die sieht irgendwie immer gleich aus. Also man fängt an mit niedriger Stufe, ein bisschen Druck und die sieht genauso aus wie am Ende beim Finish.
Absolut. Das ist ein bisschen schwierig, aber natürlich der Vorteil, gerade auf so einem Mazda hat der einen sehr weichen Lack, auch einen relativ empfindlichen Lack und da für den One-Step viel Cut, trotzdem schönes Finish, also hat sich hier gelohnt. Hast du gut schnell verschickt, das Paket. Danke. hier aber wieder, Achtung, nicht Schema F. Also wir haben jetzt vorhin gedacht, wir können mit einem harten Pad hier ne, richtig schön was reißen. Und ja, waren dann mit einem nicht so schönen Finish konfrontiert. Deswegen haben wir auf das weichere Pad gewechselt, damit wir ein schöneres Finish haben. Ein bisschen Kompromisse muss man dann machen bei der Defektkorrektur. Aber wäre es jetzt hier, glaube ich, so ein Obsidian-Schwarzer, dann hätten wir mit einem harten Pad auf jeden Fall auch ein richtig schöneres Finish gehabt. Ja, ich glaube, wir gucken uns die Politur noch weiter an. Finde ich ganz spannend. Gibt ja auch noch zwei weitere, die sehr interessant sind. Gerade dann, wenn es zum Thema Unischwarz und solche Themen oder Bereiche gibt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch die 3D-Serie noch weiter interessiert, ob wir sie uns genauer angucken sollen. Wenn ja, machen wir das. Und ich würde sagen, das war's. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Schönen Feierabend. Tschüss. Tschüss. Also, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Alle Produkte unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann. Haut rein. Folgt mir auf OnlyFans. Haut rein.